Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, wir sind gerade im Mr. King Fossi drin und hier oben bei den dicken Fröschen. Und zwar aus dem Grund, wir gehen ja jetzt demnächst wieder ab und zu meinem DT und dafür brauchen wir ein paar Absachen. Und ich habe mir gedacht, so, wenn ich mal nichts mehr für Rüssi haben sollte, dann wäre es ganz geil, wenn ich ein paar 60er Helme habe und so. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier. Wir werden jetzt hier ein paar farmen. Und dann gleich werden wir die auch auf plus 4 Appen gehen. Unten beim Dorfschmied. So. Eben nochmal mit Dyran buffen. Ex Luno schreibt. Ja, der wollte kurz dabei sein. Oder komplett dabei sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er das jetzt. Und ja, wir pullen uns hier mal ein bisschen was zusammen. Befürchte, wir sind gerade ein bisschen langsam, ne? Aber ist ja egal, wir hauen die einfach flott down. Einen Handschuh könnte ich nur anziehen. Das wäre, denke ich mal, auch ganz nett so. So. Ja, Froschzunge können wir auch gebrauchen. Ich weiß gerade nicht wofür, aber kann man bestimmt auch gebrauchen. Auf jeden Fall. Haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Ja, die Helme droppen schon mal gerade sehr gut. So. Ja, ist jetzt ein bisschen her, dass ich wieder das letzte Video gebracht habe. Das hatte ja damit zu tun, dass meine Omi immer noch im Klinikum liegt. Ist aber alles soweit okay. Muss halt nur nochmal operiert werden. Die kriegt halt tatsächlich ein künstliches Gelenk. Ja, ist schon sehr krass so auf jeden Fall. Aber ihr müsst verstehen, meine Omi ist richtig hart drauf. Also die war schon wieder oder wollte schon wieder unterwegs irgendwas machen gehen und so. Aber die Ärzte haben gesagt, ja, nee. Lassen Sie das mal lieber noch ein bisschen. Und ja, also so eine ist meine Oma. Halt auf jeden Fall so eher der Tour oder Macher statt Sager. Also da ist die auf jeden Fall hart drauf, da mache ich mir auch komplett keine Sorgen. Und ihr müsst wissen, meine Oma ist schon weit über 70. Ist auf jeden Fall krass. Aber, wie gesagt, da steht halt noch diese OP an, die kriegt ein künstliches Gelenk. So wie ich es mitbekommen habe. Ja, und dann mal weiterschauen. Das Ding ist halt, so im Alter dauert das Ganze dann auch ein bisschen, bis es verheilt ist. Also, der Arzt meinte, das kann ein gutes halbes Jahr dauern. Das ist schon extrem Arsch, aber meine Oma kriegt da so eine Hilfe da, eine Morgenhilfe. Macht dann so die Wohnung ein bisschen sauber und sowas. Und ja, wird schon irgendwie alles klappen, aber auf jeden Fall war deswegen jetzt die letzten Tage ein bisschen wenig los. Ich muss aber auch sagen, ah, da ist einer von Sentinels. Yay. Ja. Einmal oder ne, zweimal sogar bin ich sogar eingepennt. Ich wette mit euch, der haut mich jetzt um. Weil er geil ist. Oder? Ich verstehe dich nicht. Schreib mich nicht ran. Ich möchte das nicht. Nein, schreib mich nicht an. So. Hat Dyran umgehauen. Luno hat wieder geschrieben. Bin live. Ajo. So. Ja, ja, das letzte Video kam mal wieder blendend bei euch an. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen, was ich ein bisschen komisch fand. So, manchmal ist die Meti 2 Community wie so eine Schwangere. So, von den Stimmungsschwankungen und so, ihr wisst Bescheid. Denn an Abend habe ich komplett alle Dislikes gesammelt. Und über Tag vielleicht nur ein oder zwei. Dann habe ich über 100 Likes bekommen. Also dann so in der Zeit, ne? Und ja, so war das dann halt, ne? Das verstehe ich manchmal nicht. Ich glaube, das ist einfach so,
viele Leute lesen einfach die Kommentare so und dann guckt man, ob einem das Video gefällt oder nicht. Je nachdem. Also ich habe das ganz deutlich gemerkt, so der erste hat geschrieben so, ja, hey, fand ich jetzt nicht so cool, ist vollkommen relevant. Und danach, ich weiß nicht, was ihr habt, also ich fand das Video ganz geil und ab da an kamen nur noch Likes. Fand ich irgendwie komisch. Aber auf jeden Fall, was mich so ein bisschen geärgert hatte, ist, schreiben immer, wenn einem was nicht gefällt, dann schreiben immer ganz viele, boah, was für ein Scheiß, bla bla, deine Videos werden immer langweiliger. Und davor dem Video haben sie dann geschrieben, boah, mega geiles Video und so. Ist ja alles relevant, also wenn mir jemand schreibt so, hey, das Video war jetzt langweilig, ist okay, ist auf jeden Fall okay. Aber dann, wenn ich dann schreibe, ja, hey, dann mach mal bitte einen Verbesserungsvorschlag, was möchtest du sehen? Und dann meldet sich wieder kein Arsch. Und das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, so, ich bin ja auch nur Mensch, ne? Ich kann ja nicht in eure Köpfe reingucken, was ihr sehen wollt. Das ist klar, ab Max Stream am besten jeden Tag, ne? Aber das geht nun mal nicht. Und da brauche ich dann auf jeden Fall eure Hilfe, was ihr sehen wollt. Das wäre auf jeden Fall sehr geil, wenn ihr mir das schreiben würdet. Und ja, gerne auch Themen, worüber ich reden soll oder allgemeines halt. Das ist dann sehr hilfreich für mich, denn wie gesagt, ich muss ja dann auch noch viel arbeiten und so. Und ja, so ist das Ganze, ne? Wir droppen aber ein bisschen Arsch gerade, kann das? Sind wir noch zu niedrig für die Mobs? Aber ich glaube es eher nicht. Drachensplitter wäre, oder hätte man auch hier besser farmen können. So. Ich frage mich, ob das echt was bringen würde, wenn ich mal kurz das Equipment auf Robolucci draufpacke oder so. Aber da habe ich keinen Doppeldrop. Nein. Okay. Na, dann lassen wir das lieber, dann gehen wir nicht auf Robolucci, bleiben wir hier drauf. Auf jeden Fall werde ich jetzt nicht irgendwie komplett nur hier bleiben. Ich würde sagen, wir machen noch 2-3 Puls. Dann gehen wir ab Richtung Stadt. Warte, ich schau mal, wie viele haben wir denn bisher? Grab. 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 Cheplitech packen wir runter. So, dann eine scheiß Glocke. Ah ja, doch, ein bisschen haben wir ja schon was. Hätte ich nicht gedacht. Kam mir weniger vor. So 10 Stück haben wir bisher. Also die 20 machen wir auf jeden Fall voll. Zwar nicht alles onscreen, aber ich würde sagen, so die 20 müssen wir auf jeden Fall haben. So, da ist er. Dann pullen wir hier noch ein bisschen. Also 2-3 Puls machen wir auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich einen Umhang gezogen. Das war eine Meisterleistung. Ja, jetzt werden wir Fresse bekommen. Und wir laufen am besten ein bisschen weg. So. Drop mir was Schönes. Sonst ist Arsch. So, du. Ah, der Eisenkralle. Oh. Gerade mit jemandem an Schreiben noch bei Dürern. Der will mir eine Lykaner-Rüstung verkaufen. Die 70er. Und will dann tatsächlich dafür ein KKK haben. Für eine 70er-Rüstung. Für eine 70er-Rüstung. Hallo? Ich meine, okay, die Bonis sind halt ganz okay, aber ein KKK für eine 70er-Rüstung. Was ist da los? Oh Mann. Ja, der kriegt auf jeden Fall noch flott auf die Fresse. Ich frage mich warum. Wir haben Segen. Und jetzt nicht so das mördermäßige EQ, aber immerhin, ne? Oh, da fällt aber was hier. Da fällt aber was, jawohl. Braucht man nicht. Den hätten wir auch nicht gebraucht.
So, ich würde sagen, ich farm noch ein bisschen offscreen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder beim DT-Typen. Ne, Quatsch, nicht DT-Typen. Beim Dorfschmied. Ich denke mal, so das Appen. Oha. Frosch im Hals. Ha, wir hauen gerade Frösche. Nee, da werde ich dann auf jeden Fall das Appen so ein bisschen schneller machen. Und Musik hinterlegen, denn so von 1 bis 4 Appen oder von 0 bis 4 ist mal, denke ich, nicht so spannend. Deswegen sehen wir uns gleich beim DT-Typen wieder. Also bis gleich. So, ja, haben wir ein paar Helme geabt. Ja, ist ein bisschen was kaputt gegangen. Da sieht man auf jeden Fall, warum man die zu so vielen, vielen Stückzahlen droppt auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine Forschti, dann zwei Ohrkapuzen, ganze fünf Kardinalshüte, zwei gehörnte Helme. Wow, und von den Lykaner-Dingern ist gar keiner hochgegangen. Naja. Aber hier auf jeden Fall Eisenkrallen. Dafür braucht man kaputte Rüssi. Müsste ich irgendwo noch haben. Ab wir dann nächstes Mal. Und ja, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hatte, dann gerne bewerten. Und Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte, bitte einen Kommentar schreiben, so was soll ich die nächsten Parts machen. Denn ich habe schon über 300 MT2 Videos gemacht. Und langsam gehen einem so die Ideen aus. Deswegen gerne in die Kommentare schreiben, bitte. Und ja, das war's auch von mir. Grüße noch an X Luno. Ja, richtig gelesen. Und ja, ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.